Hallo und herzlich willkommen zur Folge 46 von Die Chronik von Methana Archolos. Wir sind zurzeit auf Ritas Weingut und nutzen gerade noch so ein bisschen die Nacht aus, um hier ein bisschen ja, rumzugaunern. Ich bin mal ganz kurz hier, wir waren ja hier in diesem Lager, in dieser Lagerhöhle und da ist Nyla. Können wir mit der denn sprechen? Gibt es da was zu erzählen? Hallo, wer bist du? Mein Name ist Nyla und ich habe hier alle Hände voll zu tun. Was machst du denn hier im Dunkeln? Ich versuche, all diese Weinflaschen zu zählen. Aber ich schaffe es nicht, weil jedes Mal etwas oder jemand kommt und mich ablenkt. Wenn das so weitergeht, werde ich nie Erfolg haben und nie fertig werden. Beschwer dich nicht, du hättest einen schlimmeren Ort, an einem schlimmeren Ort landen können. Ja, da hast du recht, aber was nützt es mir, von Flaschen umgeben zu sein, wenn ich nicht einmal einen Schluck des Weines probieren darf? Ihr dürft nichts vom Wein abhaben. Eine weitere Lieferung steht an und Rita erlaubt keine Versäumnisse oder Verzögerung. Apropos Verspätung, ich sollte besser gleich wieder an die Arbeit gehen. Brauchst du Hilfe? Ich wäre dir dankbar, wenn du mir eine Fackel besorgen könntest. Es wird langsam dunkel und im Dunkeln kann ich die Flaschen nicht zählen. Und sonst, was gibt's Neues? Ich wünschte, du hättest die Gelegenheit gehabt, Gaspar kennenzulernen. Er war ein wirklich netter Mann. Aha, okay. Er war zugegebenermaßen ziemlich von den Methanern besessen, aber wer von uns ist schon ein Heiliger? Mhm. Wer immer das ist. Wollen wir direkt einen Lichtzauber geben? Wollen wir mal so generös sein? Ich wünsche dir ertragreiche Arbeit. Eine Arbeiterin muss im Rahmen ihrer Arbeit alle Weinflaschen im Lagerhaus zählen. Das Problem ist, dass es dort dunkel ist, sodass Nyla ihre Arbeit nicht richtig erledigen kann. Ja, also die Lichtquelle, also meine Fackel. Wer zum jetzigen Zeitpunkt keine Fackeln besitzt, der macht irgendwas falsch. Ein Lichtzauber ist schon höherwertig, vielleicht werden wir dann auch eher belohnt. Ich habe keine Fackel dabei, aber vielleicht geht es damit. Magie? Ich wusste nicht, dass du dich damit auskennst. Hast du eine Anleitung? Lies einfach den Text auf der Spruchrolle und schau dann nach oben. Aber du willst, dass ich sie laut vorlese? Ja, du kannst sie in deinen Gedanken auch lesen. Gut, ich werde es gleich probieren. 750 EP gab das Ganze. Verdammt, das funktioniert wirklich. Ja klar, aber natürlich. Übrigens, wenn du anderen so gerne hilfst, frag Rita nach Arbeit. Vielleicht kann sie etwas Passendes, für dich finden. Manchmal ist sie sehr streng, aber normalerweise zahlt sie gut. Und das ist das Wichtigste. Jo, ich wünsche dir eine ertragreiche Arbeit. So, und jetzt hat Nyla hier Licht. Ob für immer, das bleibt natürlich abzuwarten. Wäre lustig, müsste aber nicht sein. Kann auch sein, dass es in 5 Minuten das Licht hier versiegt. Aber wir haben gerade relativ einfach, wir haben auch Level Up gemacht gerade, ne? Relativ easy gerade eine Quest erledigt. Und, also einen Lichtzauber für 750 XP, also... Ja, das haben wir gut erwirtschaftet, das muss ich schon sagen. So, Rita ist ja weiterhin hier, aber wie gesagt, die will ich jetzt gar nicht groß bedrängen oder sonst was. Oh, da falle ich sogar schon direkt runter. Ich will natürlich hier erstmal... in den kleineren Häuseln hier nachschauen, was hier abgeht. Ich höre hier Feldräuber. Da muss ich aushelfen. Das ist übrigens gar nicht so klein hier. Aber bisher nur Bauern. Bauern, Bauern. Das sieht mir nochmal nach einem Lagerhaus aus. Dürfen wir hier sein? Ist die Frage. Also ich meine, uns hält ja scheinbar niemand auf. Was für mich so viel bedeutet wie... ran. Und hier haben wir schwere Äste. Noch mehr Holz und einen Hammer. Also nichts von kolossalem Wert, aber besser als, ja, gar nichts. So, und hier können wir jetzt wieder... Dietrich vergeuden. Was... Bubblenet. Offen. Okay, immerhin haben wir wieder 4 Dietriche drin. Das dürfte es ausgleichen, den Verschleiß. Wie gesagt, ich glaube, keiner ist böse auf uns. Nirgendwo stand irgendwas von wegen, du wurdest ertappt oder sonst was. Die da sind tief im Gespräch, die beiden. Die können es sich nicht leisten, sich abzulenken. Das heißt, wir nutzen den Komfort der Nacht. Und, nee, die Waffe wollte ich jetzt nicht ziehen. Ich wollte hüpfen. Schauen uns hier dann in den Gebäuden ein wenig um. Ich glaube, hier ist nichts zwischen den ganzen anderen Sachen noch versteckt. Aber einen Weidebogen haben wir auf jeden Fall aus der Truhe entnehmen können. Was hat denn der für einen Wert?
Der wird wahrscheinlich schlechter sein als. Nee, der ist besser als der Kurzbogen, aber schlechter als der Kompositbogen. Hat auch keinen nennenswerten Wert. Also 35 Gold ist fast nichts, aber eben nicht ganz nichts, insofern als Gewinn zu verbuchen. So. Jetzt muss ich hier bei Nacht ein bisschen aufpassen, weil ich eigentlich gar nichts sehe. Aber, und das ist wichtig, ich will die Feldräuber loswerden. Ach, es sind keine Feldräuber, es sind Fangheuschrecken. Interessiert mich aber wenig. Oh, vielleicht soll es mich doch interessieren. Vielleicht bringen die mich um. Ja, wer hat doch gelacht. Nix gibt's. Und den Kopf können wir auch schon absäbeln, aber ansonsten nichts verwerten, weil ich glaube, die bieten auch gar nicht viel. Butlerfleisch. Ach, war das nur eine oder was? Wie, ich brauche jetzt hier bei Nacht gar nicht groß rumtorkeln. Ich sehe ja eh nichts. Und jetzt hier bei Nacht mit der guten Telekinese rumzurennen, das wäre ja auch ein schlechter Scherz. Wie gesagt, zurück zu NPCs und gegebenenfalls Quests oder Loot. Das heißt, hier unten in den Gebäuden, da müsste doch aber irgendwo, müsste da noch weiter reingehen. Also hier haben wir auf jeden Fall ein Fenster. Da sind die ganzen Bauern quasi nachts anzutreffen, Feierabend genießen. Aber keiner von denen hat einen Namen, also wirklich gar keiner. Das ist sehr, sehr irritierend. Sehr, sehr, sehr viele unwichtige Menschen. Und in der Mitte eine, oh, hier gibt's sogar mehrere Truhen. Ach du liebe Zeit, da kann man nicht einfach ran, oder? Das wäre zu blöd. Das war für eine Dreier eigentlich für den Arsch. Egal. Sagen die gerade wirklich nichts? Also sind wir, die gucken alle nicht in unsere Richtung, oder was? Ist das bescheuert? Jetzt muss ich nur die Truhe hier anvisieren können. Jetzt ist sie zu weit entfernt. Ich kriege zu viel. Nein, hier unten, da. Nein, da. Was ist denn das hier für ein Scheiß? Zack, direkt offen. Weintrauben, Gold und gereifter Wein. Warum fliegen hier die Flaschen eigentlich einfach auf den Boden rum? Was soll denn das? Wie gesagt, ich glaube, wir haben jetzt hier gerade noch kein Verbrechen begangen, auch wenn es mich eigentlich wundert. Haben wir ja doch zwei Truhen leergeräumt. Aber ansonsten fliegt hier nichts rum. Scheinbar nicht. Ich habe ja auch das Gefühl, dass hier auch irgendwie ein dritter Raum noch fehlt. Da müsste es doch irgendwie reingehen. Ne, weil hier. Nee, da muss auf jeden Fall was sein. Ne, hier rechts. Aber wie gesagt, ich sehe ja selbst kaum was. Deswegen, so das Gebäude rechts, da waren wir auch schon. Und hier waren wir auch schon. Das ist ja quasi Ritas Hütte, genau. So, mal gucken, was er uns so zu erzählen hat. Schlagen wir mal die Zeit tot. Achso, ich darf ja nicht sein. Da hätten wir sie vielleicht ein bisschen früher ansprechen sollen. Vielleicht pennen wir doch eine Runde. Ich habe jetzt gerade gesehen, in was für eine missliche Lage ich mich hier hinein manövriert habe. Wobei, jetzt kommt sie rausgerannt. Ja, perfekt, Rita bleibt direkt mal da. Ja, so geht's auch. Perfekt. Wer bist du? Normalerweise sind es die Fremden, die sich zuerst vorstellen, aber bei dir mache ich mal eine Ausnahme. Mein Name ist Rita und ich leite dieses Weingut. Oh, sag mal deine Ware. Ja, nur zu. Äpfel. Oh, da muss ich zuschlagen. Da kann ich nicht anders. Beerentrinkkompott. Bärenmarmelade. Ja, nee, Drachenwurzelmarmelade ist besser. Brot, Möhre, Himbeeren, bla 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 bla. Ein Haufen Kram. Einfacher Apfelkuchen. Ui, Apfelkuchen könnte ich mir sehr vorstellen, also sehr gut vorstellen, dass das auch Bonus gibt. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Süßes Blaubeerteilchen. Ach du liebe Zeit. Arazola-Wein. Also Wahnsinn, was es hier alles gibt. Und jetzt haben wir hier Apfelstrudel, kennen wir schon. Bärenmarmelade, ein Haufen Zeug, das wir nicht kennen. Ach du Scheiße. Uiuiui, die hat aber viel Rezepte im Angebot. Und hauptsächlich Nahrungsmittel. Jetzt aber keine, die wir direkt abziehen müssten. Ne? Also keine Drachenwurzel oder irgendwas, was uns direkt
Stärke bringt oder Geschicklichkeit oder Leben. Gegebenenfalls halt noch der Apfelkuchen, aber ja. Egal. Ich war neugierig, welche Art von Wein ihr hier herstellt. Im Gegensatz zu dem, was du vielleicht gehört hast, ist es der beste der Insel. Und wenn du nach der Sorte fragst, mit unserem neuesten Rezept keltern wir Weine mit einem Hauch von Honig und noch irgendwas. Das macht sie süß, leicht und sorgt für die perfekte Erfrischung nach einem harten Arbeitstag. Ja, und verkaufen die sich gut? Meine Kunden sind mit dieser Innovation zufrieden und das ist das Wichtigste. Die meisten Leute mögen jedoch keine Veränderungen und entscheiden sich für die herben Weine von Holwig aus dem Weingut im Norden der Insel. Es lässt sich nicht leugnen, dass der Wein, den er macht, ziemlich gut ist und seine Ernte und seine finanziellen Möglichkeiten sind enorm. Doch seit Holdwigs Konflikt mit seinem jüngeren Bruder ist der rote Valerio teurer geworden und hat sein früheres Prestige verloren. Aha. Nicht, dass ich mich beschweren würde, es gibt nur so viel, was ich von diesem Wettbewerb um Aufträge gewinnen kann. Egal. Na, was weißt du über diesen Konflikt? Offenbar geht es um das Erbe des Familienoberhauptes, Valerio. Vor seinem Tod vererbte er das Weingut an seinen jüngeren Sohn Andreas. Die Erbschaftsgesetze hinderten Holwig jedoch nicht daran, seinen Bruder zu verdrängen und das gesamte Anwesen an sich zu reißen. Seitdem streiten sich die Söhne von Valerio weiter und die Obrigkeiten beobachten genau, wer das Weingut letztlich bekommt. Es wundert mich, dass sie so viel Geduld haben und es noch nicht selbst in den Nagel gerissen haben. Und wem verdankt Holwig seinen Erfolg? Erfolg? Bring mich nicht zum Lachen, Junge. Wer erhöht normalerweise die Preise, wenn es keine Märkte gibt und die Handelswege im Grunde genommen nicht vorhanden sind? Vielleicht grenzt er nur den Kundenkreis ein? Ja, von wegen, Holwig ist ein einfacher Bauer, er hat keine Ahnung vom Geschäft. Die Wahrheit ist, dass er alles seinem Vater und in zweiter Linie dem Statthalter zu verdanken hat. Ach was. Ja, kann ich etwas von deinem Wein haben? Sicher, aber nur ein wenig. Für den Rest musst du wie jeder andere Kunde auch bezahlen. Hier ist mein Vorzeigeprodukt, der Arazolas Vermächtnis. Leicht erfrischend und für jeden Geldbeutel geeignet. Probier selbst. In diesem Fall auf deine Gesundheit. Und wie schmeckt er? Der Geschmack von Früchten ist eigentlich eindeutig, aber ich rieche auch eine Art Essig. Essig? Niemals. Wahrscheinlich hast du vorher etwas getrunken oder gegessen, das den Geschmack verfälscht hat. Ah, okay. Da gibt's dann wohl nichts mehr, wo man drauf eingehen könnte. Ja, gibt's Arbeiten, die ich erledigen könnte? Um ehrlich zu sein, ich habe genug Arbeiter, die ich bezahlen kann. Ich glaube nicht, dass ich Hilfe brauche. Meinst du? Weißt du, ich habe seit einiger Zeit Probleme mit der Wache, die ich für die Bewachung der Reben eingestellt habe. Der Typ hing hier eine Weile herum, hielt Wache. Ich kann nicht einmal sagen, dass er gute Arbeit geleistet hat, aber jetzt ist er verschwunden. Ich weiß nicht, wo er sein könnte, aber ich habe ihn in Richtung der Höhle gehen sehen. Wenn du ihn triffst, sag ihm, er soll so schnell wie möglich zurückkommen. Wie war sein Name? Weiß der Teufel, ich schreibe keine Verträge mit Leuten auf, ich verbinde sie mit ihrem Gesicht. Aber ich glaube, es war etwas mit N und er war kurz. Jo, das haben wir direkt erledigt. Nexer, ich werde mit ihm reden und sicherstellen, dass er die verschwundene Wache ist. Er sollte immer noch in der Höhle neben dem Weingut sein. Echt? Ich dachte zurück. Ah ne, wobei, der wollte sich, glaube ich, ausruhen. So viel schon mal dazu. Das kriegen wir sogar alle sogar noch direkt hin dabei. Wie gesagt, ich weiß, ich packe mal kurz eine Fackel aus. Wie gesagt, wir nutzen jetzt auch mal die Nacht ein wenig. Theoretisch können wir einfach eine Runde pennen. Aber das mit Neck, das machen wir noch schnell. Also ich meine, ich muss jetzt hier keine großen Kämpfe durchstreiten. Oh, eine Weinrebe kann man da dran. Ah, nichts zu weit entfernt. Ein Scheißdreck. Da waren wir noch nicht. Ich habe jetzt übrigens auch gar keine Ahnung, inwieweit das hier gewinnbringend ist. Also ich meine, Weintrauben zu besitzen ist besser als keine Weintrauben zu besitzen. Aber ob das jetzt Unkraut, ob das jetzt irgendwie viel bringt, das sei mal dahingestellt. Und die Kahlen kann man gar nicht benutzen. Ach nee, jetzt haben wir wieder ein Ding verheizt, eine Fackel, ich fass es nicht. Ja, das geht auf mein Konto. Also die von den kahlen Weinreben sich bloß entfernen. Die taugen gar nichts. Waren wir jetzt an der hier schon dran? Nee, da ist noch eine Weintraube. Ob Weintrauben irgendeinen Bonus bringen, das weiß ich auch nicht. Könnte sein, muss es nicht. So, aber hier direkt links sollten wir, wie gesagt, auf den Neck treffen. Da könnten wir die Quest eigentlich schon direkt beenden. Das wäre ja naheliegend, sofern der noch da sitzt. Da hat man ja dann, wie gesagt, auch noch Goblins gehört in der Entfernung.
bleibt auf jeden Fall alles spannend. Da sollten wir noch in die Goblins. Da werden wir, wie gesagt, auch bei Tag mal hoch. So, Nick, jetzt reg dich mal ab. Rita möchte wissen, wo du bist. Na, dann sage, dass ich hier bin. Es gibt nichts, worüber du dir Sorgen machen musst. Ich glaube, sie hätte dich gern zurück. Immerhin bezahlt sie dich, also solltest du deine Pflicht tun. Ich würde gern zurückgehen, aber ich kann nicht. Als diese verdammten Dinger mich angegriffen haben, ist mein Familienamulett in den Fluss gefallen. Ohne es gehe ich nirgendwo hin. Auf keinen Fall. Warum muss es immer kompliziert werden? Einfach ein Okay, ich komme wieder. Aber nein, jeder verliert etwas, braucht was. Ja, genau wie du. Den Rita würde ich wahrscheinlich dafür bezahlen, mich zurückzubringen. Also beschwer dich nicht. Mann, Mann, Mann. Ist das ein Kindskopf? So, der Punkt ist, die Angelegenheit dürfte gar nicht schwer sein. Die meiste Angst habe ich, dass hier irgendwie so ein Goblin darunter plumpst und dann den Neck umknallt. Das wäre, glaube ich, doch das Mieseste, was uns passieren kann. Wo sind die Fackeln hin? Ah, da sind sie doch. So, das ist zwar arschdunkel, aber genau das brauchen wir jetzt. Wir müssen uns nämlich jetzt hier auf die Telekinese fokussieren. Und da ist auch schon direkt das Amulett des Schutzes, direkt vor unseren Füßen. Also, ist doch alles hier wie gelacht. Gar kein Thema. Das Amulett des Schutzes denn brauchbar? Ist das gut? Wahrscheinlich weniger, ne? Die Buchstaben Next sind darauf eingraviert. Ja, wäre ein bisschen ausgeglichener als unser jetziges Amulett, aber also es ist jetzt kein Gegenstand, bei dem man überlegen müsste, ob man ihn nicht doch lieber behält, statt die Quest zu erfüllen. Das kommt nur sehr selten vor, da müsste schon ein sehr wertvoller Gegenstand sein. Ist das dein Amulett? Mensch. Ja, das ist richtig. War es schwerst zu bekommen? War wahrscheinlich schwieriger als deine Rückkehr aufs Weingut. Sicher, sicher. Ich bin gleich wieder da. Ihr Götter, wie ungeduldig du bist. Ich werde Rita von dir grüßen. Jetzt mach einen Abgang. Du Holzkopf. So. Und jetzt sollten wir eigentlich direkt zurück zu Rita gehen können, die zwar schläft, aber egal. Oh. So, jetzt ist erstmal Neck nicht mehr hier, das heißt, wir können jetzt hier experimenteller unterwegs sein. Da ist sogar eine Feuernessel, die hätte ich gar nicht. Also die hätte ich doch mitnehmen müssen. Warum habe ich mich denn da zurückgehalten? Warte mal, hier hat doch gerade irgendwas zugeschlagen. Haben wir jetzt schon die Viecher direkt unter uns? Jetzt muss ich mal ganz kurz aufpassen, dass ich keinen Fehler begehe, den ich bereuen müsste. Ja, man hört hier irgendwas. Au! Ich glaube, es geht los. Der ist sogar hergeklettert, der Drecksack. Mir hätte man eine Sekunde Zeit gegeben. Ich hätte das alles mal zu sondieren. Naja gut, wir haben ja wie gesagt schon Goblin-Krieger niederschrecken können. Das heißt, jetzt hier schwarze Goblins sind auch kein Problem. Wie gesagt, gerade die Schutzwerte sind für so Anfangsgegner mittlerweile schon ganz, ganz brauchbar. Also da hinten haben wir, wie gesagt, noch eine Menge Goblins. Und hier ist auch Baumstamm. Da kommt man quasi ganz gut rüber. Schätze ich mal. Ach, Feuernessel hinterm Stein noch? Aha. Und da drüben sind mindestens mal... Gut, ich sehe jetzt gerade nur ein Hüpfen. Ne, zwei. Zwei Hüpfen und in der Mitte ist noch ein Mole Rat. Links unten ist es ein Minecrawler. Was geht hier ab? Sind wir hier im Zoo? Oh. Ja, ich habe ja auch das eigentlich ganz anders wahrgenommen erst. Ich dachte auch, die Goblins wären über uns, als wir da beim Neck drin waren. Deswegen verwundert es mich jetzt eigentlich gar nicht, dass hier so ein Goblin jetzt von links hier reingeeiert kam. Ne, da hinten ist noch eine Blutfliege. So, pass mal auf. Können wir einfach mal hier reinrennen und alles niederschlagen? Es sind drei. Der Mole Rat schon tot. So. Damit sind die drei platt. Und es war auch, wie gesagt, keine größere Aktion. Oh, 10 Gold, sehr gut. Brauchen wir es, wichtig. Das Fleisch nehmen wir noch mit, das Butlerfleisch. Ich frage mich, ob das Mole Rat Vieh dahin immer tot ist. Ja, quasi als Leichenkulisse hier dienen soll. Vorrat von den schwarzen Goblins. Oder ob man das vielleicht auch hätte töten können. Eine Windfaust fliegt hier rum. Ah, okay, da ist noch eine Leiche. Also, okay, das ist eine Leiche. Rohes Mole Rat Fleisch. Also es ist tatsächlich Teil der Umgebung kein niedergeschlagenes Vieh.
So viel dazu. Die Goblins sind gelootet. Ich höre irgendwie gerade noch viel mehr, viel aggressivere Minecrawler-Geräusche. Aber schönes kleines Goblin-Lager. Nee, muss man schon sagen. Jetzt bleiben wir links erstmal auf der Seite. Bevor wir irgendwie noch in die Arme von Minecrawlern rennen. Wie gesagt, ich bin gerade total im Abenteurer-Modus, ne? Deswegen schieben wir auch andauernd die Hauptquest nach hinten. Irgendwie Ritas Weingut hat da jetzt eine höhere Priorität eingenommen. Auch wenn es gar nicht beabsichtigt war, aber ich bin froh hier zu sein. Wir machen Quests, ist doch alles schön. Sammeln Weintrauben, also klauen die, um einfach ehrlich zu sein. Wir klauen ein paar Weintrauben, das hat doch alles was. Hier schön bei Nacht alles auf den Kopf gestellt. Ich glaube, die Weinreben, die geben jetzt nichts mehr groß ab. Das heißt, in der nächsten Folge machen wir weiter und werden dann zu Rita gehen, die Quest um Neck abschließen. Es war ja, wie gesagt, sowieso von mir schon vermutet worden, dass es genau so zustande kommt mit Neck, ne? Aber gut, dass sich das bewahrheitet hat. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.